Peti, am Sonntag geht es wieder los. Du hast nach der Ferien wieder von Anfang an können regelmäßig mit der Mannschaft trainieren. Wie fühlst du dich momentan? Ja, schöner Monat gsi für mich, dass ich konstant wieder mit der Mannschaft dabei sein konnte. Dass ich kein Training haben musste, ja, auslassen in dem Sinn. Und ja, endlich geht es los wieder. Ist mit einem Einsatz am Sonntag von dir schon zu rechnen? Sprich, bist du schon wieder 100% fit? Ja, ich bin ziemlich fit. Selbstverständlich bin ich noch nicht auf dem Niveau, wie ich es war, wo ich immer von Anfang an gespielt habe. Aber ich bin ziemlich fit und ich hoffe wirklich, dass sie dann wieder der Mannschaft schon am Sonntag helfen Schauen wir zurück. Wie hast du die letzten 7 Monate erlebt? können. Ja, es war eine ganz schwierige Zeit für mich. Ich glaube, ich habe meinen Körper aber von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Ja, wenn nicht etwas konkret in dem Sinn kaputt ist, das Knie oder sonst irgendetwas, sondern wenn man einfach, ja, einfach platt ist, wirklich erschöpft ist in dem Sinn. Und ja, es ist eine schwierige Zeit gewesen, aber trotzdem bin ich so eingestellt, dass ich immer im Leben will, auch in schwierigen Phasen, immer das Beste mitnehmen. Und das habe ich in dem Fall auch gemacht. Wie schwierig ist es in dieser Zeit, Kollegen von außen zu beobachten und sie ja nicht aktiv unterstützen in dem Sinn? Ja, natürlich sehr schwierig. Man will immer auf dem Platz sein und das ist, ich glaube, auch ein bisschen das Problem gewesen in dem Sinn für mich auch in dieser Zeit, weil man ist in dem Sinn wirklich erschöpft, man ist einfach müde, aber der Ehrgeiz bleibt ja trotzdem in der Person und das hat es natürlich schwierig gemacht, müssen all die Spiele ja, von zu Hause aus zuzuschauen, aber ja. Ich habe immer die Daumen gedrückt und schlussendlich ist es ja gut gekommen. Du hast gesagt, es war keine einfache Zeit gewesen. Trotzdem, welche Erkenntnis hast du aus dieser Erfahrung können ziehen? Ja, eben, wie ich es schon erwähnt habe, es ist halt wirklich ein Kennenlernen vom Körper in einer ganz anderen Dimension, die ich vorher nicht, ja, gar nicht beachtet habe, gar nicht gekannt habe. Ich bin immer voll Energie gewesen in dem Sinn. Und ja, plötzlich kann man, ja, ist man einfach erschöpft, körperlich einfach müde, muss man einfach nur liegen. Und ja, das ist halt für den Körper wie auch fürs Mentale natürlich ein riesen Schock, eine riesen Überraschung, wenn man das ganze Leben lang immer jeden Tag ans Limit geht in den Trainings und plötzlich muss man einfach 2 Monate nur im Bett liegen. Und wie gesagt, es ist die härteste Zeit von meinem Leben, das ist so oder so klar. Aber ja, man muss aufstehen, man muss weiterkämpfen. Dem letzten halben Jahr, welche Rolle hat die Mannschaft, deine Teamkollegen und Staff und der Giorgio Contini, welche Rolle haben sie gespielt? Ja, sie haben mir natürlich Kraft gegeben. Auch schon als ich das erste Mal wieder zurück war bin im Training, ja, habe ich gespürt, dass einfach auch das Soziale sehr viel Kraft geben kann. Also ich bin im Winter natürlich, eben durch das, dass ich halt so müde haben musste, die Heidi die ganze Zeit liegen, habe ich ja, halt nicht so viel Kontakt gehabt zu allen Spielern. Und nachher wirklich hat es mir wieder einen Schub gegeben, sobald ich in den Campus wiedergekommen bin. Und ja, dadurch lernt man halt sehr viel fürs Leben und ja, schlussendlich hat es mir viel Kraft gegeben. Wie wichtig ist deine Familie in dieser Situation gewesen? Ja, entscheidend natürlich. Eben, wie gesagt, man ist schon so sozial limitiert. Und dann ja, bin ich quasi nur mit meiner Familie und mit meiner Freundin gewesen, in dem Zeitrahmen, sagen wir so. Und ja, so Chapeau für die. Haben sehr vieles für mich geleistet, ja. Schauen wir führen. Du hast schon beim einen oder anderen Testspiel mitmachen. Hast gegen Wiesbaden sogar ein Goal gemacht im letzten Testspiel. Gibt dir das extra Vertrauen für die kommende Saison? Ja, selbstverständlich, ja. Es gibt mir sehr viel Vertrauen. Es hat
ja, lang gebraucht jetzt wieder auch für das Goal, wo ich mir erarbeitet habe in dem Sinn. Und ja, es hat mir Vertrauen gegeben. Hast du dir persönlich schon Ziel gesetzt für die Saison? Oder? Ja, also primär will ich einfach wieder mich auf so einen Zustand zu bringen, dass ich von Anfang an kann spielen. Und das wird ja, sicher ein bisschen Zeit brauchen. Aber ja, das ist jetzt das primäre Ziel. Und nachher natürlich, ich habe meine Ehrgeiz, ich kann meine sportlichen Ziele immer noch vor Augen, auch wenn es jetzt eine schwierige Zeit war. Und ich bin überzeugt, dass ich die Ziele auch in dieser Saison erreichen kann. Du hast deine persönlichen Ziele, natürlich hast du das Ziel mit der Mannschaft. Was sind die? Ja, dass wir sicher nichts mit dem Abstieg zu tun haben dieses Jahr. Das ist, denke ich mal, das primäre Ziel. Aber ich glaube, es liegt. Ich bin nicht zu optimistisch, wenn ich sage, dass mehr drin liegt als letztes Jahr. Wir kennen uns jetzt wirklich auch schon viel besser. Und kennen uns auf dem Platz viel besser. Das spüre ich halt. Habe ich in diesem Monat wirklich auch schon gespürt. Und ja, ich hoffe, da liegt wirklich etwas drin. Und noch zum Abschluss. Wie gesagt, am Sonntag geht es los. Wie ist die Stimmung? Wie gross ist die Vorfreude in der Mannschaft? Also, so eine Stimmung habe ich selten erlebt, wie sie jetzt ist. Eben auch durch das, was wir uns schon länger kennen. Es ist eine Top-Stimmung, wirklich. Wir machen auch Sachen neben dem Platz zusammen gern. Und ja, es passt halt wirklich alles so von der menschlichen Seite in dem Sinne in der Mannschaft. Und die Vorfreude ist auf jeden Fall sehr gross. Und ich spüre auch ein gewisses Vertrauen innerhalb von der Mannschaft, jetzt abgesehen von all dem, was außen geredet wird und so. Und, wir haben einen stabilen Kern und es wird eine gute Saison. Super, danke Peti. Bitte schön.